Skoda hat einen extrem guten Start in diesem Jahr hingelegt und macht auch hier auf der Messe richtig Dampf. Was es Neues gibt, schauen wir uns jetzt an. Der Kodiaq ist ein echter und wirklich großer Erfolg für Skoda und auch hier auf der Messe zeigt man zwei besondere Derivate. Wir haben zum einen den Kodiaq Sportline. Der zeigt sich dadurch aus, dass er insgesamt etwas sportlicher wirkt. Das sieht man zum Beispiel vorne am Grill und auch an der Frontlippe. Außerdem hat das Fahrzeug 19 Zoll Felgen und im Interieur finden wir unter anderem Carbon. Dann gibt es das Fahrzeug außerdem noch als sogenannten Scout. Der Wagen ist deutlich mehr auf Offroad getrimmt, ist etwas robuster. Das sieht man an der Front und außerdem kommt er serienmäßig mit Allradantrieb. Ja, zum einen haben wir natürlich neue Produkte mitgebracht, wie den RS245 oder den Octavia Scout. Und zum anderen haben wir ein super Jahr, zumindest nach den ersten beiden Monaten zu urteilen und sind mit deutlichen Steigerungen gegenüber dem Vorjahr aus den Startlöchern gekommen. Ja, wir haben über 5% zugelegt und im Bereich der Zulassung über 9%. Und das ist, glaube ich, bei einem Markt, der nur mit 3% zulegt, eine herausragende Leistung. Wir haben ja gerade erst am Wochenende den neuen Kodiaq eingeführt, den neuen Octavia eingeführt. Ja, wir haben einen Octavia Scout. Also das ist unser Vorstandsvorsitzender hat heute gesagt, unser robuster Octavia für die Familie. Der hat ein paar Geländeeigenschaften und der hat aber trotzdem das riesige Raumangebot, was ein Skoda auszeichnet und einige neue Features und insbesondere im Innenraum, Infotainment und so weiter, Skoda Connect jetzt im Auto drin, eine ganz neue Innovation, die wir jetzt auch gerade in den Markt einführen und wir freuen uns auf beide Octavias, nämlich auf den Scout und auf den RS245. Es geht nahtlos weiter, im Mai, Juni wird jetzt schon der Rapid Facelift kommen, der Citigo Facelift kommen. Wir bringen weitere Derivate des Kodiaq, zuerst mit dem Scout und dann später im Jahr mit dem Sportsline. Und zu guter Letzt haben wir nochmal ein echtes Highlight, nämlich mit dem neuen Yeti. Und da freuen wir uns wahnsinnig drauf, im vierten Quartal dieses Auto in den Markt zu bringen. Skoda zeigt hier auf dem Autosalon 6 neue Fahrzeuge bzw. Derivate. Insgesamt in diesem Jahr dürfen wir 11 neue Modelle oder Derivate von Modellen erwarten. Nach dem fulminanten Start direkt zu Jahresbeginn könnte es dieses Jahr, wenn es so weitergeht, tatsächlich das Jahr der Rekorde werden.